wir entwickeln uns. Also jeder Mensch ist mit einem bestimmten Charakter geboren und durch die Lebenserfahrung und den sozialen Kreis, in dem er lebt, was er alles erlebt. Dadurch, das hat dann Einfluss auf den Charakter und der Charakter entwickelt sich dann mit diesen Faktoren. Also entwickeln heißt, er rollt sich quasi aus. Und was wir häufig denken oder was wir häufig erwarten von anderen Personen ist, dass sie so bleiben, wie wir sie kennengelernt haben. Also wenn sie damals das gesagt hat, die Person, dann muss es jetzt immer noch so sein. Aber wir verstehen nicht, dass es ein völlig natürlicher Prozess des Lebens ist, dass wir uns entwickeln, dass wir unseren Charakter entfalten. Und eine Person, die man vor 10 Jahren gekannt hat, das ist heutzutage nicht mehr dieselbe Person. Aber was wir auch oft vergessen, eine Person, die man vor einer Woche gekannt hat, das ist auch wieder nicht dieselbe Person. Und das wir machen häufig den Fehler, die Menschen dann in Kategorien zu stecken. So ist er, so ist sie und dann ist es in Stein gemeißelt, weil man ja denkt, man hätte sozusagen die Person kennengelernt und so wie sie ist, so ist sie nun mal eben. Wir vergessen aber, dass tagtäglich diese Menschen Sachen erleben, Sachen auf sie einwirken und dass der Charakter, der sowieso schon in ihnen angelegt war, sich immer weiter entfaltet durch die Persönlichkeitsentwicklung und durch die Erfahrungen, die Menschen machen. Und deswegen sollten wir immer interessiert sein, diesen neuen Menschen kennenzulernen. Also immer neugierig bleiben auf den Menschen, was ist es heute für ein Mensch? Und nicht zu denken, okay, das ist der gleiche Mensch, den ich gestern kannte und damit hat sich's. Deswegen werden Ehen und Partnerschaften auch sehr oft sehr schnell langweilig, weil man denkt, man kennt den anderen und dann kann einem nichts mehr überraschen. Da ist man dann quasi schon voreingenommen, statt einfach neugierig zu bleiben und zu wissen zu wollen, und wie bist du heute? Was hat sich heute bei dir entwickelt in deinem Charakter? Und wenn wir diese Einstellung im Kopf behalten, dann gehen wir viel neugieriger durch die Welt und erleben viel mehr, weil wir uns öffnen für neue Dinge, selbst bei Menschen, die wir schon ewig kennen. Das war eben der positive Teil von sich entwickeln. Und jetzt komme ich zum negativen Teil, in Anführungszeichen natürlich. Dadurch, dass sich die Menschen entwickeln und quasi heute nicht mehr derselbe Mensch sind wie gestern, passiert es auch häufig, dass sich die Menschen charakterlich eben auseinanderleben. Und dann denken die Leute, wir haben doch mal so gut zusammengepasst und das war doch mal mein bester Kumpel, das war doch mal die Liebe meines Lebens und so weiter. Und irgendwann merken beide Leute, dass es da nicht mehr funkt, dass die Neugier fehlt, dass einfach man sich auseinandergelebt hat, wie man auch so schön sagt im Volksmund. Und das anzuerkennen, dass das einfach mit der Entwicklung der Charaktere zusammengeht und nicht mit irgendwelcher Ablehnung von irgendetwas. Und die meisten Menschen fühlen sich dann im Ego verletzt, wenn der andere einen ablehnt. Aber es einfach mal so zu sehen, dass der Charakter des anderen Menschen und auch der eigene Charakter sich einfach weiterentwickelt hat und diese Charaktere nicht mehr so korrespondieren wie damals oder wie vor einem halben Jahr von mir aus oder auch wie gestern. Das zu erkennen, nimmt diese Schwere von diesen Verlusten im Leben, wenn man Menschen verliert, weil sie nichts mehr mit einem zu tun haben wollen. Egal, ob das gute Freunde sind oder ob das der Partner ist oder ob das die Familie ist, die sich abwendet. Wobei bei der Familie es natürlich viele andere Faktoren gibt. Aber gerade bei Bekannten und guten Freunden ist es wichtig zu wissen, dass die Entwicklung einfach voranschreitet und dass man sich nicht da selbst für beschuldigen muss, wenn die Entwicklung voneinander weggeht. Das dazu und bis zum nächsten Video. Ciao.